Ja, da sind wir wieder bei Mega Man Zero. Und ich wollte mir ein bisschen in der seltsamen Basis da umschauen. Schauen wir mal. Da ist er dir, da ist er, ganz Mädel mit Hosen. Nett dich kennenzulernen. Du hast Ziel gerettet, oder nicht? Mein Name ist Aloette. Ziel hat mich so genannt. Haben die Leute was da zu tun? Okay, da ist was. Du da. Das ist für mich nicht gerade familiär aus. Sie sehen für mich nicht gerade familiär aus, Sir. Ich sehe, Zero ist ihr Name. Hey, ich bin der Hütter überhaupt. Achso, das haben wir jetzt auf Sekunde. Okay. Gehen wir mal weiter schauen. Da ist eine Leiter nach oben. Da ist eine Leiter nach oben. Wie groß ist denn die Basis? Okay. Ja, geht's noch weiter nach links oder so? So. Du hast also. Achso, du bist also derjenige, der Dr. Seal gerettet hat. Ich danke dir vielmals. Dr. Seal sagt, sie will mit dir reden. Bitte hilf ihr. Ja gut, kann ich zwar nicht weiter. Jetzt bam, bam, bam. Ich mag wieder um. Was soll's? Das Video wird die ersten, keine Ahnung wie viele Minuten, 4, 5, sowieso. Ich bleibe jetzt immer gelaufen sein. Ne, ne, ne. Da mag ich noch haben, weil falls da was ist. Da ist ein Latte schon wieder. Da hinten ist ein Trümmerhaufen, das soll wieder stotzen. Oh, was ist mit dir? Bist du derjenige, der sich Zero nennt? Ziel hat Sucht nach dir. Bitte hilf uns, Zero. Okay, ganz offensichtlich wie die Frau Doktor was. Da ist jetzt aber gegangen, oder? Nein, ist zwar nicht, aber. Ich muss mich in der Basis da ein bisschen genau umschauen. Noch eine. Ziel hat mir gesagt, dass ich hier Wache stehen soll für feindliche Transporte. Achso, wenn irgendein feindlicher Transporter kommt, kannst du das ruhig mir überlassen. Okay, gehen wir halt wieder auf. Lala, jetzt gehen wir mal schauen, was da im Loch ist. Vielleicht ist da was drin. Geheimnis. Nee! Wow! Heute ja fast Zero. Achso, das ist der Aufzug. Ich hätte ganz leicht auffahren können. Ja, wissen wir. Okay, da links war ich schon. Rechts ist glaube ich die Frau Doktor. Dann gehen wir jetzt da rechts. Was sagst du? Bist du der Reaper, der sich Zero nennt, Sir? Danke, dass du Dr. Seal gerettet hast. Übrigens. Weißt du, wie man den Transportserver benutzt? Ja. Wenn du irgendetwas brauchst, bitte lass es mich wissen. Du bist wahrscheinlich. Ja. Change Area. Untergrundlaboratorium. Da waren wir wahrscheinlich schon. Was ist das mit den Elfen? Das ist wahrscheinlich der Cyber-Elf, den ich aufgehabt habe. Ja, wie schon gesagt, die ersten paar Minuten da blöd ist immer gelaufen, weil ich mich halt umschauen will. Ich mag mich informieren. Aber alter Sock. Oh, du bist unfamiliär für mich. Bist du neu hier? Kickbutzer. Wenn du dich richtig anstrengst, kannst du so ein guter Reploid wie die anderen werden. Ich bin tausendmal besser als die anderen. Okay, da geht's bergauf. Da ist nix. Da ist auch nix. Wozu ist der Raum gut? Nur so ein Lagerraum. Da hinten ist ein Tunnel. Da ist noch ein Tier. Gehen wir da mal rein. Vielleicht kann ich ja irgendwo ein Geheimnis finden. Wieder so ein leerer Lagerraum. Toll. Oh, da ist das Ende. Okay, um zur anderen Seite. Also, jetzt fahren wir nach oben. Und ich bin ja schon ganz unten angekommen. Was ist da? Noch ein Tier. Da sitzt einer. Erst in die Birne. Du da.
Wow, du bist Zero. Ich habe dich bisher noch nie getroffen. Wir glauben, dass der Z-Saber ein unerschöpfliches Potenzial an Power-Ups hat. Er kann außerdem auch den Effekt anderer Waffen in sich aufnehmen. Ich glaube, dein Buster kann einen Schuss aufladen und dadurch einen viel stärkeren Energieball erzeugen. Mehr über der Waffen lernt? Na, jetzt nicht. I see, that's... Achso, das ist unkomfortabel. Ich bin also kein guter Lehrer. Vielleicht änderst du ja mal deine Meinung. So, du sitzt da. Pff, der Hund schaut aus. Hä? Wer bist du? Ah, was soll's? Tust du mir einen Gefallen? Ich bin zu hungrig, um mich nicht bewegen zu können. Willst du mir etwas Energiekristalle bringen? 250 Kristalle willst du? Antivir! Verpiss dich. Ja, muss das leider sein. Wie ist das im Game? Ja, ich hab sowieso nichts, also da. Wirklich? Wie nett von dir. Hey, gib es. Achso, da ist keine Kristalle. Muss man immer mit den Mochen kennen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder auf. Na, da war's glaube ich nicht. Da war's. Seal! So, jetzt haben wir uns 10 Minuten in der Basis da umgeschaut. Und jetzt schauen wir mal noch, was die Frau Doktor will. Bist du bereit? Also, hör zu. Pass auf. Was ich dich fragen will, ist, ob du versuchen würdest, Okay, das kann ich nicht übersetzen. Dafür bin ich Gott zu blöd. Ich möchte, dass du das Disposal Center zerstörst. Das kann ich auch nicht übersetzen. Ich bin gerade echt zu dumm. Ich bin zu dumm. Na, ich wollte halt eigentlich doof oder dumm sagen. Und dumm ist die Fusion daraus. Immer wenn ich spreche, dann werden... Also während wir hier sprechen, werden unschuldige Reploids weiter ausgelöscht. Und sie haben keine Chance gegen die Mavericks. Um den Reploids mehr Leben einzuhauchen, bitte zerstöre die feindliche Fabrik. Willst du akzeptieren? Klar doch. Save Data before starting. Ah, jawohl. Speichern, danke. Speichern, danke. Daten gespeichert. Okay. Die Musik ist auch nicht schlecht. Das Disposal Center ist geradeaus. Bitte, rette unsere Leute. Bitte, rette unsere Kameraden. Yeah. Hört sich gut an. Okay, los geht's. Ich stelle auf Schuss hoffen. Ja, denn da kommt bestimmt irgendwas Böses. Nee. Nicht dieser Weg, okay. Aber wir müssen trotzdem schauen, was da ist. Oh, was machst du da? Ja, feindlicher Transport, diesmal. Warum hilfst man nicht? Du stehst mitten im feindlichen Gebiet. Okay. Ja, noch eins. Nix, okay. Ich stelle aber momentan auf Schusswaffen. Das ist wahrscheinlich die Energie. Nee! Ah, ich habe ja Schwert, wir vergessen R zu drucken. Okay. Ist zwar etwas umständlich, aber... Hau ab! Mann! Okay, jetzt stehe ich da bereit. Cyber-Elf schon wieder. Wofür immer die gut sein sollen. Irgendeiner muss mir aufklären. Wow. Okay, das Schwert ist momentan offen. Cyber-Elf ist momentan noch nicht so gut. Oh, hopp. Aber für irgendwas muss das Schwert doch noch gut sein. Und was ist das? Und da fliegen schon wieder mehr Teile herum. Wow, das war Energy. Oh Mann, oh. Och, Menno. Ja, den habe ich gegeben. Das war keine Ahnung was.
Haufen zu fliegen. Okay, schießt er schon mal im Vorhinein. Man weiß nie, was kommt. Ja, ja. Was ist das? Ja. Schauen wir mal, wie viel ich davon zerstören muss. Ja. Was ist das? Z-Saber-Skill ab. Cyber-Elfe. Achso, ich kann jetzt doppelt haben, aber wie viel muss ich von denen hinmachen? Okay. Vielleicht mit der Schusswaffe. Na, es dauert nur noch länger. Okay, probiert drüber zupfen. Ja, gelingt. Wow! Nee, nee, nee. Das mag ich haben. Ach, hau ab. Lass mich in Ruhe. Schon wieder so ein Ding. Verpiss dich. Moment, was war links? Okay, so ist der Sprung richtig gut. Und, ja. Scheint aber der falsche Weg zu sein. Lass mich in Ruhe. Ah, genau. Deswegen habe ich jetzt gezögert, weil ich nicht aufgeschlitzt werden wollte. Oh, ich bin dämlich. Die Sau. Und was? Boah, ich bin noch dämlicher. Keine Ahnung, was das war, was ich gerade. Ach, Menno. Hauptdom. Ja, Energy, danke. Yes, danke. Ne, ne, ne. Scheiß Ring, boah. Hop. Ne. Och, noch so ein Typ. Kann ich die irgendwie treffen? Ja, mit dem Set selber. So, aufgeschlitzt. Und ich hab gesehen, da. Oh. Wie komme ich da rauf? Hau ab! Ach, man. Na, lass mal's. Hau ab. Ich lass mich. Keine Ahnung, was momentan los ist. Ich lass mich von allem treffen. Und drüber. Und auf da. Hier ist das Teil, wo du hin musst. Also, du musst das Disponal Center fertig machen. Okay, ich habe aber nicht so viel Energy. Your chosen Cyber Elf. Wozu sind die unteren Dinger da? Okay, so schieße ich, so hau ich. Wer immer kommt, ich werde jetzt verlieren. Yep. Ich bin der aztekische Falke. Hapuya, der Wächter, hat mich ausgesendet, um mir ein bisschen aufzuräumen. Oh nein, hilf uns, bitte. Du musst auch einer von diesem Müll sein. Es ist Zeit, dich ebenfalls gemeinsam mit deinen Kumpeln auf den Schrottplatz zu schmeißen. Okay, warning, ja, sicher. Schuss und Abhandfeige. Oh, er verfolgt mich. Und sendet Stacheln aus. Er schießt ein paar Mal, okay. Er schießt wieder ein paar Mal. Muss man... Moment, da ist ein Zeitlimit. Und drüber, drüber, drüber. Mano. Okay, bräuchte irgendeinen Energy-Tank oder so, falls das da gibt. Und drüber. Nee, voll verfolgt. Ja. Okay, das ist ein seltsamer Kampf, aber ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Ja, definitiv nicht. Ja, der aztekische Falk hat mich fertig gemacht. Continue. Bitte, danke. Okay, zweimal hauen, ein paar Mal schießen. So. Oh, wieder ein ganzer Dialog. Ja, ich bin Hapuyas Wächter. Oh, hilf uns, hilf uns. Ich glaube, ich hätte die Vorspieltasten belegen sollen. Das wäre noch ein gleich einmal. Okay. Und feige abhauen. Und. Jop. Wow, das jetzt selber ist geil. Jo. Okay, warum habe ich es nicht gleich so gemacht?
Komm her. Und. Und noch einmal getroffen. Ja, das ist gut, gut. Okay. Nur nichts übertreiben. Mann, hör auf mit der Scheiße. Ich muss meine Kumpanen retten. Oh. Okay. So kann es weitergehen. Also nicht so, wie er jetzt schießt, aber... Ja, wieder getroffen. Das ist gut. Okay. Aber der geht. So schwer ist der nicht. Meno. Attacke! Komm! Boah, voll zerschnitten. Okay. Danke. Ich hätte... Was ist denn das da oben? Schaut aus wie ein Blitz. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass du kommen würdest, um uns zu retten. Danke vielmals. Und der andere zwar schaut irgendwie hässlich aus, aber sie zittern auch. Ich bin immer noch ein bisschen unter Schock. ich glaube, ich werde zurück zur Basis gehen. Wenn ich wieder gehen kann. Du kannst ruhig zurückgehen. Es ist alles in Ordnung. Mission completed. Yes! Danke vielmals. Durch deine Zusammenarbeit, Zero. Das ist dein Thunderchip, also Donnerchip. I presume, was nicht das heißt. Du musst ihn anlegen, bevor du zurück zur Basis kehren kannst. Okay. You've got Thunderchip. Element. It acts like electricity. Ja. Macht noch nicht wirklich so viel, aber naja. Gehen wir mal zurück zur Basis. Und eine da. So. Zurück zur Basis. Was ist das überhaupt? Wie kann ich das nutzen? Warte, was ist? I can give you some vitality. Ich hab verstanden. Ich kann die Gegner paralysieren und was machen die? Klettern ist meine Spezialität und ich rette dich aus einem Loch. Ja, den nehme ich auch mit, denn der ist wie, ich glaube in Mega Man, in der Klassikspiele hat sowas mal gegeben. Return to base. Aber Moment. Hier bei D. Der da. Der kann die Gegner ja paralysieren, war, oder? Falsch. Ja, ich kann da jetzt ruhig rumblädeln, weil das Video ist eigentlich hier schon vorbei. Falscher Knopf. Das wollte die. Okay. Wie ist das jetzt gegangen? Ach so. Passt. Okay, return to base. Die Destroyer. Okay, Zerstörer. Ja, weil wir es vernichtet haben wahrscheinlich. Zero, danke vielmals. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde, an dem das Reploid Auslöschungscenter zerstört wird. Die überlebenden Reploids sind vorerst gerettet. Ich danke dir vielmals, Zero. Du bist Zero, der legendäre Reploid. Ich glaube, den Satz haben wir schon mal gelesen. Ich muss dich um deine Hilfe... ich muss dich fragen, ob du uns noch einmal zur Seite stehst und uns noch mal hilfst irgendwann. Dieses Mal ist es... If you don't mind... Doing us a favor... Also, wenn du uns Gefallen tust. Bitte komm zu mir und sprich mit mir. Ich warte auf dich. Übrigens, if you get the engine room downstairs, also wenn du nach unten gehst in den komischen Raum da, findest du unseren Ingenieur namens Savio. Er hat mich gefragt, ob ich dir das hier geben kann. Es nennt sich ein Escape Unit. Falls du keine Lust mehr auf eine Mission hast,
kannst du damit ganz leicht die Mission abbrechen und weggehen. Aber erinnere dich, die Mission ist considerate, heute nicht mehr betretbar, wenn du verlierst oder hinausgehst. Okay, you've got the escape unit. So wer die ist jetzt verstanden, hab. Warst du schon immer da? Sio, danke, bla bla. Soweit ich es jetzt verstanden habe, müssen wir jetzt an Missionen machen. Für die liebe Frau Doktorin da. Ups, das wollte ich nicht. Wieder einen. Und, tja, wenn wir in einer Mission verlieren oder das Escape Unit verwenden, können wir die Mission nie wieder betreten. Also, wir probieren so viel Missionen wie möglich zu schaffen. Ach, nur einen kräftigen Schluck. Und ich werde einen kurzen Schnitt machen. Dann schauen wir uns gleich mal die erste Mission an. Also, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.